Ja, hallo, Herr Stein. Ich darf mir live über verraten. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Nö, eigentlich nicht. Wieso? Wieso nicht? Was ist passiert? Sag ich nicht. Ah, okay. Hoffentlich nicht wegen Coronavirus, oder? Was? Hoffentlich nicht wegen Coronavirus. Och, nö. Gott sei Dank. Herr Stein, es ist sehr, sehr laut bei Ihnen. Darf ich Sie fragen, wo Sie gerade sind? Bei mir ist es laut. Bei Ihnen ist es laut in der Leitung. Nicht bei mir. Bei Ihnen ist er laut eigentlich. Nö, bei mir ist nicht laut. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, über die Intelligenz der Dame brauchen wir nicht streiten. Ja, bei mir ist es sehr laut im Hintergrund, ganz genau. Aber naja, wir kennen das Ganze ja schon. Mittlerweile beschweren sich ja eher die Abzocker über die, ja, Telefonqualität. Das steht uns ja nicht mehr zu. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem tollen Anruf. Okay, sind Sie momentan zu Hause? Ja. Sehr schön. Herr Stein, ich rufe Sie wegen der Rückfrage und auch den Informationen. Können Sie sich erinnern? Mm-mm. Kein Problem. Ich bin mir sehr sicher, Sie wissen schon, was Onlinehandel ist, oder? Wenn ich hier bei eBay was verkaufe oder bei Amazon was kaufe. Nein, es ist über Krypto, Forex, Aktien, Bitcoins und so weiter. Ja? Ach so. Ja. Haben Sie Erfahrung bis jetzt gehabt, Herr Stein, oder noch nicht? Gar nicht. Aber Sie haben davon etwas gehört oder etwas gelesen, genau, oder? Ich habe das im Radio mal gelesen, ja. Sehr schön. Wir sind eigentlich die Zetra-Börse hier in Deutschland. Wir arbeiten mit einer Plattform, das ist lizenziert unter die BaFin. Mhm. Okay? Für Ihnen das leichter zu machen, ich möchte gerne Ihnen die Plattform vorstellen, damit Sie besser mit Ihren eigenen Augen schauen. Aber Sie haben gesagt, dass Sie sind zu Hause. Was benutzen Sie zu Hause mit Internet? Ein Computer oder so einen Laptop? Ja, da habe ich alles da, ja. Okay, gehen Sie von Ihrem Laptop in Google und schreiben Sie Ich glaube, da hat er gerade ein Kollege von ihr jemanden von YouTube dran, so wie sich das angehört hat. Denn da hat irgendjemand ganz laut YouTube im Hintergrund gebrüllt. Frage mich, wer das wohl gewesen sein könnte. Das Abi Anton. Aber mit dem Laptop würde jetzt eine Weile dauern. Den muss ich erst hochfahren. Den Computer habe ich schon an. Okay, dann gehen Sie in Ihre Computer. Ist kein Problem. Moment. So, und jetzt soll ich hier Internet aufmachen, oder was? Ja, Google. Okay, dann mache ich Google auf, kleinen Moment. Alles klar, nehmen Sie Ihre Zeit, ist kein Problem. In die Schwitzenzeiten, ich möchte gerne wissen, Herr Stein, wie alt sind Sie, weil Sie hören sich sehr, sehr jung aus, Komplimente. Ja, und wie alt sind Sie? 48 eigentlich. Ach so, Und Sie? Ich bin 29. Ah, 29? Ja, meistens. Wow, Sie sind noch jung. Und Sie arbeiten, oder? Ja, manchmal. Manchmal, freut mich sehr. Also, sagen Sie mir, wenn Sie im Google sind, in die Suchleiste. Ja, Moment. Okay. So, jetzt bin ich hier bei Google, ja? Schreiben Sie dort ainvesting.eu. Wie schreibt man das? Soll ich mir den buchstabieren? A wie Anton. I wie Ida. N wie Nordpol. V wie Victor. Ja. E wie Emil. S wie Sebastian. T wie Theodor. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. G wie Gustav. .eu, E wie Emma, O wie Ulrich. Haben Sie die Plattform gefunden? Ja, jetzt sucht hier Google erstmal. Okay. Dann sagen Sie mir, was sehen Sie dort? Können Sie ein bisschen für mich lesen? Also ainvesting.eu zusammen. Ja, ich muss mich mal kurz aus einem anderen Land einwählen.
Alles klar. Herr Stein, Sie haben gesagt, dass Sie arbeiten manchmal, ja? Mhm. Darf ich Sie fragen, was sind Sie beruflich? Ja, ab und zu gehe ich mal auf den Strich. Ah, okay. Und wie läuft soweit Ihre Arbeit? Alles gut bei Ihnen? Ja, ja. Meistens alles ganz sauber. So. 2 Meter. Dann, jetzt habe ich hier die Google-Suchergebnisse, ja? Sehr schön. Also ainvesting.eu. Ja, und was? Ja, und was? Ja, und was? Irgendwie scheint dieses Callcenter die ganze Zeit YouTube am Telefon zu haben. Ich habe hier schon wieder eigentlich klar und deutlich YouTube im Hintergrund gehört. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Soll ich da jetzt draufdrücken? Klicken Sie Enter und suchen Sie die Plattform. Lesen Sie etwas für mich. Was steht dort? Weil ich muss wissen, ob Sie in die richtige Plattform sind. Hier steht viel auf Russisch. Wie bitte? Hier steht ganz viel auf Russisch. Russisch? Hm. Sind Sie sicher? Ja, ich sehe es ja hier. Also zumindest sind es irgendwelche kyrillischen Zeichen. Okay, in Ihrer linken Seite dort steht da Investing, Anmelden, Login und dann auch die Sprache. Das dort können Sie die Sprache auf Deutsch machen. Nee, ich bin ja immer noch auf Google. Okay, in die Suchleiste, Herr Stein. Ja, in der Suchleiste habe ich das eingegeben, was ich eingeben sollte. Und dann komme ich auf die Google-Suchergebnisse. Okay, ganz, ganz oben. Ja, im Google. Ja. Okay, können Sie für mich buchstabieren, was haben Sie dort geschrieben? Na, ainvesting.eu. Und das ist auf Russisch. Na, hier ist zumindest viel, was mit Russland zu tun hat, ja. Bei den Suchergebnissen. Naja, es ist eigentlich auf Deutsch und dort steht, Sie handeln Sie die Finanzmärkte auf unsere und so weiter. Haben Sie das gesehen? Hm. Rufen Sie auf Russland an. Weißen. Wie bitte? Nein, nein. Nee. Herr Stein, dieses Plattform ist unter die BaFin lizenziert und reguliert. Sie haben bestimmt über die BaFin gehört, die Organisation, ja? Ja, da gehe ich mal gucken. Warten Sie mal, ich mache mal die Webseite von der BaFin auf. Alles klar. Ich werde Ihnen auch die Nummer geben. Also die ID. Kein Problem, okay? Ja, klar, Moment. Okay. Vielleicht haben Sie auch einen Fehler gemacht. Weiß ich nicht. Nö, ich mache keine Fehler. So, Im Investing ganz... Ja. Ja. Wie ist denn jetzt die Nummer, die ich bei der BaFin suchen soll? 101. 101. 52 Genau. Und da sind Sie mit der Nummer bei der BaFin reguliert. Sehr schön, ja. Aha. Also auch in die Plattform, die A-Investing. Da kommt aber das kein Ergebnis. Also die Nummer ist bei der BaFin nicht registriert. Okay. Herr Stein, wie ich Ihnen gesagt habe, in die Plattform, in die linke Seite, dort können Sie die Sprache auf Deutsch anmachen. Ja, darum geht es doch jetzt gerade gar nicht. Sie hatten mir doch gesagt, ich kann Ihre Nummer auf der BaFin suchen oder bei der BaFin-Webseite. Und ich bin jetzt auf der BaFin-Webseite und habe Ihre Nummer da eingegeben, die Sie mir gesagt haben. Aber damit kommt kein Ergebnis. Also Sie existieren bei der BaFin gar nicht. Die BaFin-ID. Eigentlich schon. Mhm. Okay, wir machen dann so. Ich werde für Ihnen einen Gefallen machen, Herr Stein. Aha. Okay? Wie ich schon gesagt habe, ich habe auch die Spezialistin im Büro in diese Woche frei. Okay, sie ist auch eine Dame, aber sie kann besser als ich weiter erklären über die Plattform und es ist registriert im BaFin. Okay? Ja, aber ich sehe sie ja nicht bei BaFin. Ich habe ja gerade danach gesucht. Okay, sie wird Ihnen alles Schritt bei Schritt weiter, das heißt, ich erklären, okay? Ach so, also jetzt kommt jemand Intelligentes noch, oder wie? 6 Brain. Okay, ich werde Ihnen sofort jetzt weiterleiten. Warten Sie kurz 2 Sekunden. Aha, jetzt kommt dann also die Person aus dem Hintergrund. Mhm. Mit Musik, ist ja auch neu.
Hallo? Ja? Einen schönen guten Tag, Herr Stein. Nina Clark am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Ja, das hatten wir ja schon. Alles aber gut bei Ihnen? Ja, wir sind jetzt hier bei BaFin und da ist nichts zu finden. Ja, bitte? Bei der BaFin sind Sie nicht zu finden. Was meinen Sie damit? Ja, man kann ja nach einem Unternehmen bei der BaFin suchen. Ja, okay, warten Sie. Ich werde Ihnen alle zeigen, wo Sie das sehen können. Sie sind von... Haben Sie mir einen Lautsprecher gemacht? Nee. Der war schon die ganze Zeit an. Weil ich kann meine Stimme hören, es wiederholt sich. Ja, bei Ihnen ist aber auch eh sehr laut. Herr Stein. Okay. Herr Stein, Sie sind von Einvesting, korrekt? Lieber Herr, Einvesting ist die eigentragende Marke von Optan Limited. Das bedeutet, die Muttername dieses Firmas war Optan Limited. LTD bedeutet das. Es ist der Name vor 5 Jahren, sagen wir. Ja, 5 Jahren. Es war Optan Limited. Und natürlich vor 5 Jahren vorher, die Firma war unter BaFin registriert. Ja, und hier bedient man sich einfach an irgendeinem anderen Namen, aber nicht an seinem eigenen. Denn letztendlich hat man hier einfach noch in der Trickkiste ganz tief reingegriffen und gibt einfach einen anderen Firmennamen an. Zu wem die Firma gehört, weiß ich nicht. Ob die seriös sind, weiß ich auch nicht. Was ich aber weiß, die schmücken sich mit einem anderen Namen. In der Domain steht was anderes. Also wer will mir jetzt erzählen, dass das auch diese Firma ist? Dazu gibt es ja überhaupt gar keinen Bezug. Also dementsprechend kann es nur Betrug sein. Ja, und die dann Nummer? Schauen Sie das mit... Okay. Gehen Sie in Investing bitte noch einmal. Ja, ich bin jetzt hier auf der BaFin-Webseite. Dann sagen Sie mir mal die Nummer, womit ich Sie da suchen kann. Noch ein Sekundchen bitte. Okay. Die BaFin-Identitätsnummer brauchen Sie, korrekt? Ja, genau. Es ist... 1-0. Ja. 1-5. 2991. So. Und wenn ich jetzt nach der Nummer suche, dann kommt keine Ergebnisse gefunden. Optan Limited, kommt es? Nö, da kommt gar nichts. Ist alles nicht vorhanden. Ah, es kann nicht stimmen. Naja doch, ich hab's ja hier eingegeben. Ich hab's ja direkt vor mir. Da stimmt wohl die Nummer nicht, die ich weiß nicht, gibt. Weil es ist da registriert, unter BaFin zu sein. Ja gut, aber ihr habt jetzt hier mit BaFin selber angefangen, dann müsst ihr da auch dem eigenen Quatsch irgendwie standhalten. Und das könnt ihr ja scheinbar nicht. 9 Sekundchen. 1-0. Mal davon abgesehen, auf eurer Webseite steht auch nichts mit Regularien. Ah, kommen Sie schon, Sie haben das nicht sehr gut durchgesucht. Denn natürlich können Sie das sehr gut finden. Ja, hier ist ja nichts. Es steht ja auf Ihrer Webseite überhaupt nichts. Sie sind von Investing. Ja, auf der Webseite bin ich auch, ja. Ja, da wo steht, in der linken Seite, über uns. Auf der linken Seite, über uns, ja, genau. Okay, klicken Sie über uns, bitte. Ja. Was kommt jetzt? Ja, jetzt habe ich hier die Seite über uns mit so komischen Leuten im Hintergrund und ein paar Gebäude. Da sind nicht komische Leute, kommen Sie schon. Scrollen Sie nur ein kleines bisschen nach unten. Ja. Da haben Sie mit blau geschrieben, Liste der Vorschriften und Registrierungen. Ja, dazu hätte ich nicht scrollen brauchen, aber ja. Soll ich da draufklicken? Sehen Sie Liste der Vorschriften, ja? Na, soll ich da draufdrücken auf den blauen Link? Ja. Ja, mach ich. Ja. So. Jetzt habe ich hier Regulierung und Registrierung, ja? Sehen Sie, wo steht Optan Limited? LTD. Ja, das ist richtig. LTD ist ja eine englische... Ja, das ist die eigentragende Marke von A-Investing. Wenn Sie kein Problem damit haben, Sie sollen das immer wissen. Sagen wir, wenn Sie eine Überweisung senden, dann natürlich dort mit dem Namen Optan Limited schauen, weil das ist die Muttername, die wir haben. Ja, das spielt keine Rolle. Wir haben alle die folgenden Länder, die diese Firma zugelassen ist. Sehen Sie den 5. Punkt? Ja, wo seid ihr denn jetzt Republic reguliert? Republic of Germany? Ja, nee, ja, aber hier ist ja nichts mit BaFin. Hier steht ja nichts mit BaFin. Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie da, wo steht Registrierungen? Ja. Der erste Punkt ist Lithuania. Ja. Dann ist Latvia. Ja. Estonia. Italien. Dann ist Republic of Germany. Ach, da ist BaFin, ja. Und die Nummer? Klicken Sie in BaFin. Ja. Klicken Sie in BaFin.
klicke ich mal drauf. Ja, aber das ist ja nicht eure Webseite. Ja. Was meinen Sie damit? Das ist ja nicht eure Webseite, die hier registriert ist. Ja, also mal davon abgesehen, dass sie hier schon ziemlich aggressiv wird und das ja auch schon zeigt, dass irgendwas an der ganzen Sache nicht stimmt. Sie nennt mir hier oder sie zeigt mir hier eine Nummer. Ja, und wenn ich die eingebe, kommt doch was bei der Bar finden. Ja, aber tatsächlich ist es nicht das Unternehmen. Das Unternehmen, wenn man das genau andersrum dann sucht, also das heißt das Unternehmen, was auf der BaFin-Webseite steht, ist da nicht registriert und kommt auch nicht daher, was sie gerade sagt. Das ist, tja, ein kleiner Trick, damit man so tun kann, als wäre man bei der BaFin. Damit haben sie ja hier auch selber angefangen. Ja, aber sie sind es nicht. Die tun nur so, als wären die bei der BaFin und schmücken sich einfach mit fremden Federn. So kann man natürlich einen Betrug auch machen. Ja, und dann ist natürlich das Argument, dass sie nicht bei der BaFin stehen oder irgendwo reguliert werden, erstmal ausgehebelt. Ja, aber naja, sie sind nicht reguliert. Die tun nur so, als wären die reguliert. Ja, aber das ist ja nicht die Firma, von der ihr anruft. Oh, sagen Sie mir, haben Sie mir überhaupt verstanden oder nicht? Ja, schon. Ich verstehe das ja. Ich habe Ihnen dreimal das wiederholt. Ich habe das ja verstanden. Ich bin jetzt auf der BaFin-Webseite und habe das auch gesehen. Aber die Firma seid ja nicht ihr, die hier hinterlegt ist. Nein. Wissen Sie, da wo steht 2018, die Daten, wo diese Firma schon das erste Mal dort registriert war? Ja, das sehe ich hier, ja. Sehr schön. Das ist Optrend LTD. Aha. Vor 5 Jahren war die Name von dieser Firma A-Investing. Ja, aber warum habt ihr denn das bei der BaFin nicht geändert? Das ist ja Pflicht, das aktuell zu halten. Weil es hat noch die Registration von BaFin. Naja, ich würde das eher anders sagen. Nein, weil alle Firmen benutzen die Muttername. Mhm. Ja, aber ja. Wenn Sie auch eine Zahlung senden möchten, natürlich, das wird die Name des begünstigen Optrend Limited Sound, LTD. Mhm. Und warum habt ihr denn eine andere Domain? Das ist ja nicht seriös. Weil, wenn Sie das in Google suchen, Sie suchen das mit iInvesting. Es ist klar. Aber alle weiteren machen die Namen. Es ist aber Vorschrift, dass euer Name bei der BaFin auftaucht, nicht irgendein anderer Name. Ansonsten ist das illegal. Ihr benutzt diese Firma, wieso verstehen Sie das nicht? Ihr benutzt, ich verstehe das schon, ihr seid nicht diese Firma. Ich arbeite zusammen mit dieser Plattform. Ja. Ich arbeite zusammen. Das ist Betrug, was ihr macht, das ist illegal. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Was für Betrug, bitte? Naja. Passen Sie mal auf, was Sie sagen. Ja, ich passe schon auf, was ich sage, aber ihr passt halt nicht auf, was ihr sagt, weil... Du weißt schon, dass du... Jetzt quatsch doch nicht immer dazwischen. Du weißt schon, dass du nach deutschem Recht dich, wenn du Leute am Telefon betrügst... Jetzt hör doch mal zu. Nein, jetzt hör doch mal zu. Jetzt mach mal einen Schnabel zu. Jetzt bin ich erst mal dran hier. Du hast die ganze Zeit genug gelabert. So. Nach deutschem Recht machst du dich selbst mitstrafbar. Du bist selbst dafür belangbar, wenn du Leute am Telefon betrügst und abzockst. Das ist keine seriöse Arbeit, was du da machst. Was meinen Sie damit? Ja, ich sage, dass ihr Betrüger seid. Ich zeige Ihnen alles. Nein, ich weiß nicht, in welcher Sprache ich mit Ihnen sprechen soll. Ja, Deutsch wäre ganz gut. Ach, also die ist ja wirklich von ihrem Job so richtig überzeugt. Also, tja... Nur komisch, dass sie dabei mehr oder weniger ausrastet und vielleicht sogar schon fast ausfallend ist. Also auf jeden Fall vergreift sie sich hier im Ton. Und das soll seriös sein? Ich glaube definitiv nicht. Die Dame hat was zu verbergen. Naja, sie versucht zwar vehement und sie denkt vielleicht sogar, dass sie ein reguliertes Unternehmen hat. Ja, aber so ist es nicht. Das wird man ihr hier wahrscheinlich nur erzählt haben. Da die Leute da aber alle ein bisschen komisch sind, die da arbeiten, rastet sie halt aus wie der Rest. Weil man ist es ja gewohnt, da in dem Unternehmen wahrscheinlich die Leute am Telefon anzubrüllen. Macht man da halt so. Naja, keine Ahnung. Aber reguliert sind die auf jeden Fall nicht. Dann würde da ihr Firmenname auftauchen. Ich meine, warum sollte denn auch die Webseite anders heißen? Das ist doch absolut unseriös, eine ganz andere Domain zu benutzen als der eigene Firmennamen. Da ist ja nicht mal ansatzweise irgendwie eine Assoziation dazu, dass die Domain zum Firmennamen passt. Schon seltsam. Und die will mir hier erzählen, die sind reguliert. Naja, und dann rastet sie dabei aus. Unfassbar seriös und der glaubt man natürlich auch am Telefon. Ja, vor allem glaubt man ihr, wenn man dann noch halb am Telefon angebrüllt wird, ne? Und als dumm dasteht. Klar, aber irgendwelche Argumente, die logisch erklingen oder logisch erscheinen, die bringt sie hier auf gar keinen Fall.
Das wäre ganz gut, aber Sie verstehen mich nicht trotzdem. Ja, das liegt wahrscheinlich dann an eurem Akzent. Aber das Problem ist... Ja, hör doch mal zu. Das Problem ist, du musst bei der BaFin mit A-Investing registriert sein, nicht mit einem anderen Namen. Das ist der gleiche Name. Wieso verstehen Sie das nicht? Na, ist es doch nicht. Da steht doch ein anderer Name. Es ist Optane Limited. Das steht da aber LTD. Nicht. Das steht da nicht. Ja, wenn Sie noch einmal in A-Investing gehen... Da werden Sie selber sehen. Ich werde Ihnen. Ihr arbeitet auf jeden Fall illegal. Das steht fest. Okay. Ihr seid nichts anderes als Betrüger und Abzocker. Und das auch noch ziemlich schlecht. Ach so, wieso machen Sie weiter mit mir dann? Naja, dann kann ich ja noch ein bisschen Zeit verbrauchen. Also, Lady, wenn man eine Frage stellt, muss man auch Zeit zum Antworten geben, sonst wird es nichts. So, die Frage war, wieso bleibe ich noch am Telefon? Die Antwort dazu ist, umso mehr Zeit du mit mir verbrauchst, umso weniger kannst du andere Leute betrügen. Das ist die Antwort. Schauen Sie, allerseits, Sie sind hier der Abzocker, denke ich, weil Sie stellen zu viele sehr komplizierte Fragen. Ach, das sind unseriöse Fragen. Alles klar, Leute. Ihr seid Abzocker, wenn ihr zu viele komplizierte Fragen stellt. Tja, und weil die Tante da keine Ahnung drauf hat, seid ihr denn die Abzocker? So, das, denke ich mal, hört man von jeder normalen seriösen Bank nicht anders. Sobald ihr Fragen stellt, seid ihr denn die Abzocker, weil, was habt ihr eigentlich nochmal abgezockt dann? Ist ja auch egal, ihr seid einfach Abzocker. Ihr reguliert seid. Ah, okay. Gut, das ist natürlich dann mein Fehler. Ja. Dass ich da noch natürlich einen Anspruch habe, nicht mein Geld zu verlieren, das interessiert natürlich nicht, richtig. Oh, großer Gott. Gehen Sie in ein Investing, bitte? Ich bin auf eurer Webseite, auf dem Betrügerschuppen hier, ja. So, und bei der BaFin seid ihr nicht registriert. Ihr seid nicht bei der BaFin registriert. Oben in der linken Seite, da steht Investing. Sehen Sie? Ja. Klicken Sie drauf. Habe ich. Jetzt, ich möchte, dass Sie ganz, ganz, ganz unten scrollen bis am Ende. Bin ich. Darauf steht, kontaktieren Sie uns, korrekt? Ja, da ist, warte mal, was, wo soll ich drauf hier? Kontaktieren Sie uns, ja, da ist eine Telefonnummer. Ja, warten Sie. Dann unten haben Sie, A-Investing ist eine eigentragende Marke von Opcent LTD, die von der bulgarischen Finanzaufsichtskommission mit der Lizenznummer autorisiert, lizenziert und reguliert war. A-Investing unterliegt der aufsichtlichen Bestimmung einschließlich mit MiFID. MiFID ist unter BaFin. Sie wissen das. Hoffentlich. Ja gut, aber nur weil das da jetzt steht, heißt es noch lange nicht, dass es ja echt ist. Weil bei der BaFin finde ich euch ja nicht. Also spricht es ja dafür, dass es nicht echt ist. Das nächste, was da noch dafür spricht, dass das nicht echt ist. Man kann eure Nummer auch nicht zurückrufen. Haben Sie im BaFin gesehen, Unternehmen, Opcent LTD? Nee, das steht da gar nicht drunter. Haben Sie ein E-Mail, damit ich Ihnen das per E-Mail senden kann? Nee, das brauche ich nicht per E-Mail. Wir sind ja jetzt hier am Telefon. Da steht über uns. Ja. Sie haben drauf geklickt. Sie haben dann bis zu da gedrückt. Da war ich ja schon auf der Seite über uns. Dann haben Sie Liste der Fortsetzung und Registrierungen gedrückt. Ja. Da haben Sie die Lizenz, die Registration gesehen. Weißt du, das ist aber schon interessant, ne? Selbst die Telefonnummer von eurer Webseite funktioniert nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Rufnummer, mit der du mich hier anrufst, nicht funktioniert. Die Rufnummer auf der Webseite selbst funktioniert auch nicht. Die plus 359 Webseite aus dem Ausland. Auch diese Rufnummer existiert gar nicht. Das heißt, alles, was da steht an Text... Es ist in Bulgarien. Ja, funktioniert aber nicht die Telefonnummer, wenn ich die anrufe. Warten Sie. Das ist alles Betrug hier auf der Webseite. Nichts von dem, was da geschrieben ist, stimmt. Nicht mal die Telefonnummer, wo steht, kontaktieren Sie uns. Wenn ich diese Telefonnummer abtippe in mein Telefon und diese Nummer wähle, dann kommt kein Anschluss unter dieser Nummer. Sie, wir benutzen eine Applikation, wo wir Leute nicht von Deutschland, nur von Deutschland, sondern auch von Österreich und auch der Schweiz anrufen. Ja. Es ist ein bisschen natürlich teuer. Deswegen benutzen wir die Applikation.
Over ID. Aha. Aber wenn Sie mir persönlich kontaktieren möchten, natürlich kann ich Ihnen meine Nummer geben. Ja, hier steht ja eine Telefonnummer auf der Webseite. Und die Nummer von der Webseite habe ich gerade in mein Telefon eingegeben. Das ist die Nummer von A-Investing. Ja. Geht aber nicht. Ich arbeite zusammen mit dieser Plattform. Ich bin in Partnership mit dieser Plattform, lieber Herr. Ja, ist ja alles okay. Ist doch, ich verstehe das schon. Aber die Telefonnummer, die bei euch auf der Webseite steht, die funktioniert nicht. Genau, so sieht es aus. Das habe ich euch auch schon in anderen Videos erklärt. Die schreiben natürlich eine Telefonnummer gerne mal auf die Webseite. Es gibt auch Webseiten, da gibt es einfach nur ein E-Mail-Postfach, wo man da reinschreiben kann. Das war's denn schon. Hier, die Webseite bietet gleich eine Telefonnummer an. Tja, und die geht dann halt einfach nicht. Kann man sich ja ausdenken, was man da hinschreibt, weil wer ruft da schon an? Und derjenige, der da anruft, den wollen die ja sowieso nicht haben. Also von daher ist doch scheißegal, also kann doch da stehen, was da will. Und probieren tun die das da selber ja scheinbar nicht, ob die Nummern da funktionieren. Ist ja auch logisch, ich meine, wenn ihr da irgendwo arbeitet, naja, dann glaubt ihr erstmal das, was da gesagt wird und probiert doch nicht da eure eigenen Telefonnummern aus. Ich meine, wer macht das schon? Ja, aber hat sie hier definitiv auch nicht getan. Ich schon, nur die Nummer geht nicht. Existiert nicht. Die Telefonnummer. Es existiert doch. Nee, ich hab's ja gerade gewählt. Ich habe diese Nummer gerade gewählt. Die geht nicht. Man kann euch nicht mal anrufen, wenn man hier sein Geld eingezahlt hat. Das ist alles Betrug. Natürlich existiert. Was meinen Sie? Wie haben Sie das gedrückt? Ja, so wie die Nummer da steht. Ich brauche hier bloß bei mir auf dem Display draufdrücken. Plus 3, 5, 9, 2, 4, ja, 9. Genau, und die geht 8. nicht. Diese Telefonnummer existiert nicht. Die geht nicht. Die kann man nicht wählen. Sie lügen doch, weil es geht schon. Sie haben das überhaupt nicht versucht. Na doch, haben Sie ja gerade gehört. Hat man ja im Hintergrund Tuten hören. Nein, ich habe nichts gehört. Na warten Sie, dann gebe ich die jetzt hier nochmal ein. So, die 4, 9, Sie geben eine falsche Nummer. Ich bin 100% sicher. 4, 9, 7. So, jetzt wählen wir nochmal die Nummer von der Webseite und dann gucken wir mal, was da kommt. Die Rufnummer ist ungültig. Aha. Komisch, kann man eure Webseitenrufnummer nicht anrufen? Vielleicht ist es, weil Sie in Deutschland leben? Nee, oder das hat damit nichts zu tun. Nee. Oder Sie haben die Nummer falsch getippt. Ich habe die nicht falsch getippt. Lady, ich habe Ihnen doch gerade, ich habe Ihnen doch gerade erklärt, ich brauche nur mit meiner Maus auf diese Rufnummer draufdrücken und dann wählt mein Festnetztelefon. Ich kann gar keine Nummer falsch eingeben, weil das automatisch ins Telefon kopiert wird. Ich habe hier auch ein Telefonsystem, so wie ihr. Man braucht dann nur draufdrücken und dann wählt es. Und ich brauche nicht mal den Hörer dazu abnehmen, es ist gleich auf Lautsprecher. So, und das geht nicht, die Nummer existiert nicht. Ja, wenn der Verstand aussetzt, ihr wisst ja Bescheid. Ne? Und auflegen können sie dann auch nur noch. Aber schon logisch, ich wähle ihr die Nummer vor und sie hat keine bessere Ausrede, als mir ja, zu unterstellen, ich würde die Nummer absichtlich falsch eingeben. Ja, logisch, ist klar. Ne? Also, es macht man immer so. Ne? Also, wenn man jetzt jemandem was beweisen möchte, dann gibt man da absichtlich seine Nummer falsch ein. Das ist klar. Mal davon abgesehen, dadurch, dass ich ja hier auch ein kleines Telefonsystem verwende, es ist zwar nur so ein ganz normales Standardsystem von Gigaset, allerdings schon eine Callcenter-Ausführung bzw. eine Büro-Ausführung. Das heißt, ich habe auch ein Programm bei mir auf dem PC, quasi wie im Callcenter, und alle Rufnummern, die irgendwo sind, die werden auch gleich als Rufnummer markiert. Und ich brauche nur drauf tippen und dann beginnt mein Telefon zu wählen. Und da muss ich nur noch einen Hörer abnehmen und die Leitung auswählen, über welche ich raustelefonieren möchte. Dadurch, dass ich mehrere Leitungen habe. Ansonsten bräuchte ich nur den Hörer abnehmen und das würde sofort wählen, wenn ich auf den PC gedrückt habe. Weil die Nummer wird, wenn ich auf den PC drücke, sofort ins Telefon kopiert und ich muss nur noch einen Hörer abnehmen. Das mache ich ja hier ständig. Wenn ihr dann mal sowas im Hintergrund hier tuten hört und ich gerade irgendeine Rufnummer überprüfe. Ja, aber naja, dabei kann ich mich ja nicht mal vertippt haben, ne? Wenn ich nur einen Knopf drücke. Und selbst wenn ich es manuell gewählt hätte, ist ja scheißegal. Ich habe es ja zweimal probiert. Da kann ich nicht zweimal falsch die Nummer abgeschrieben haben. Also völlig ausgeschlossen. Und naja, aber ich vermute ja, dass die hier das tatsächlich nicht mal weiß, dass die Leute verarschen am Telefon. Macht's nicht besser und sie macht sich damit genauso trotzdem strafbar. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wenn das deutsche Gesetz kommt. Ja, aber naja,
manche Leute sind halt einfach unbelehrbar. Sie war jetzt hier zwar eine ganze Weile mit uns beschäftigt und hat auch eine ganze Weile mit uns weiter diskutiert, obwohl ich sogar gesagt habe, dass ich ihre Zeit hier nur verschwenden will. Naja, sie hat's probiert. Und genau weil sie so bissig war, dachte ich mir tatsächlich, oder bin ich auch in dem Glauben, dass die nicht weiß, dass das hier Betrug ist. Weil, warum sollte die dann versuchen, mich zu überzeugen? Aber Argumente hat sie hier zu keinem Zeitpunkt gebracht. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ja, und jetzt seht ihr hier noch eine Auswahl mit vielen weiteren Videos aus der Playlist und das, was zuletzt hochgeladen wurde. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.